Wie politisiert sich Wissenschaft? Wie unpolitisch kann sie sein? Wie politisiert ist Wissenschaft heute und hat uns die Aufklärung überhaupt jemals verlässlich gegen sowohl falsche als auch gut gemeinte Überzeugungen geschützt? Muss und wenn ja, wie kann Unterricht dazu beitragen, eine Linie zu ziehen zwischen Ideologie und Empirie, ohne zu belehren und unter der Voraussetzung, dass Kinder selber prüfen, inwieweit sich Überzeugungen, ihre Überzeugungen, in der Realität abbilden und nachweisen oder eben gar nicht finden und gegebenenfalls widerlegen lassen. In diesem Sinne knüpfe ich nochmal an die kurze Vorstellung von Gapminder.org in einer der jüngst vergangenen Folgen an und methodisch können wir eine kurze Aufgabensammlung anschauen, die ich Ihnen in Form eines Fotos aus dem Klassenzimmer im Post zur Episode auf dschilepodcast.cl hinterlegt habe. Los geht es aber mit ganz kurzen Anmerkungen zu zwei Beispielen aus der jüngeren Geschichte. Saatgutforschung in der Sowjetunion, Eugenik und wohin sie uns geführt hatte. Auch ein paar Literaturempfehlungen zum Thema sind wieder mit dabei. Und damit herzlich willkommen zur Folge 63 auf Schwark auf Weiß. Und weiter geht's nach dem Intro. Ja, das sind große Fragen heute, auf die ich allein aufgrund meines dafür zu beschränkten Intellekts nicht abschließend zu antworten vermag. Aber es soll im Laufe der kurzen Episode zumindest doch zum Tragen kommen, inwiefern es wichtig ist, sie immer wieder zu stellen und auch ins Klassenzimmer zu holen und eine dunkle Vorahnung der Abgründe, die sich da auftun, die erhält man zumindest, wenn wir nur 100 Jahre zurückblicken, auf eine Zeit, in der ja die Aufklärung als solche nach Kant und Descartes etc. schon weit mehr als zwei Jahrhunderte Einzug gehalten hatte. Und das erste Beispiel, was mir dafür eigentlich in den Sinn gekommen war, das war die Eugenik. Und die Eugenik, das setzt sich ja zusammen aus den zwei griechischen Wörtern gut und geboren, die ist von Sir Francis Galton, also von dem britischen Cousin von Charles Darwin geprägt worden und wurde dann von einigen US-Amerikanern Anfang des 20. Jahrhunderts nach Nordamerika in die Vereinigten Staaten exportiert. Da geht es also darum, dass aus einer zuerst eigentlich total, aus einer noch relativ jungen Teildisziplin, nämlich der Genetik in der Biologie und der Lehre der Vererbbarkeit innerhalb von, ja, eigentlich dann nicht viel mehr als zwei Jahrzehnten ein extrem mächtiges Instrument der sozialen Kontrolle geworden war. Das waren allerdings nicht, durchaus nicht Fanatiker zuerst, die diese Bewegung angefeuert hatten, sondern die Ziele, die anfangs definiert wurden, die waren durchaus hehre Ziele. Es ging also um die Ausrottung der sozialen Missstände, die als genetisch untauglich galten, sollten dann aber am Ende ihrer Fortpflanzungsmöglichkeiten beraubt werden. Und diese Gruppen, die weiteten sich also im Zuge dieser Eugenikbewegung dann in den 1910er, 1920er Jahren eigentlich immer weiter aus. Das waren dann also arme Juden, Behinderte, Strafgefangene, Kinderschänder. Das waren aber auch Leute, die in ihrer Biografie psychische Erkrankungen aufwiesen, die in ihrer Familie psychische Erkrankungen aufwiesen. Das waren Leute, in deren Familie es Fälle von Alkoholismus gab und so weiter. Also den Höhepunkt, den hatte die Eugenik in den Vereinigten Staaten von Amerika in den 20er Jahren. Das war also der absolute Mainstream. Davon weiß man heute nicht mehr viel. Und eingepackt wie in Watte war das natürlich in die Idee des Verlangens nach dem gesunden Baby und natürlich auch nach der
nahezu, so wurde das auch damals formuliert, verbrechensfreien, krankheitsfreien, degenerationsfreien und lasterfreien Gesellschaft. Das ging so weit und der Einfluss dieser Eugenikbewegung zog sich dann so weit und in so hohe Kreise, dass dann zum Beispiel selbst die Einwanderung durch Gesetze stark eingeschränkt worden ist und tatsächlich also Zehntausende US-amerikanische Bürger in den 20er Jahren gegen ihren Willen also zwangseingewiesen worden und zwangssterilisiert wurden. Das wirft doch Fragen auf. Und besonders interessant ist dann, wenn wir mal sozusagen in die, ist ja nur fast so, ne, aber auf die andere Welthalbkugel schauen, dann können wir mal das zweite Beispiel, was ich Ihnen noch kurz ans Herz legen wollte, mitnehmen. Der sogenannte Lysenkoismus geht zurück auf den Agrarwissenschaftler Trofim Lysenko, wobei man eventuell wirklich sagen muss, Pseudo-Agrarwissenschaftler Trofim Lysenko, der, ich bilde mir ein, schon Anfang der 20er Jahre in Usbekistan von irgendeiner sowjetischen Zeitung da entdeckt worden war, aus einer Bauernfamilie kam und irgendwo in Usbekistan also mit Erbsensamen relativ unerfolgreich herumexperimentierte. Also Lysenko lehnte also die damals ja auch noch relativ neue, also eigentlich nicht mehr relativ neue, aber doch im Vergleich zu heute noch in ihren Kinderschuhen steckende Genetik ab. Ne? Also für ihn war das also faschistoides, bourgeoises Gedankengut. Das erinnert natürlich auch an die Nazis, ne? die Einsteins Relativitätstheorie ja auch als jüdische Physik bezeichnet hatten, ne, und sie durch deutsche Physik, was auch immer das ist, ne, als ob der Stein in Deutschland weniger schnell zur Erde fällt als in New York. Naja, gut, okay, ne? Sie wollten das halt durch deutsche Physik ersetzen. Dasselbe passierte also da mit Lysenko in der UdSSR. Der war dann schon 1940 der Vorsitzende der Sowjetischen Wissenschaftsakademie und konnte sich dann tatsächlich noch bis weit in die 60er Jahre hinein in sehr einflussreichen Stellen in der UdSSR halten. Ja, also die Idee von Lysenko, Entschuldigung, das sollte ich vielleicht noch erzählen, die Idee von Lysenko war, wie gesagt, also dass Genetik an sich faschistische und bourgeoise Pseudowissenschaft ist und seine Idee war, dass also Merkmale von Pflanzen nicht über Genetik, also sozusagen nicht genetisch vererbt, weitervererbt werden, sondern dass man also Pflanzensamen und den Ertrag, den Feldertrag und die Anpassung der Pflanzen also an die Umwelt sozusagen erzwingen könnte. Da kamen dann also man muss es wirklich so sagen, so bescheuerte Ideen heraus, wie dass wenn man nur genug Setzlinge aneinander quetschen würde, ne, dann könnte man also sozusagen weitaus mehr Bäume auf einem, ne, am selben Ort sozusagen generieren. Das hat natürlich in der Praxis niemals funktioniert. Ne? Natürlich ist die gewisse, also die Überzahl X der Bäume einfach weggestorben. Dann ging es aber auch halt darum, dass Gene oder diskrete Erbanlagen überhaupt nicht existieren täten. Dann behauptete er also jahrzehntelang, er könnte Weizen in Roggen, Kiefern in Tannen, Weizen in Gerste, Roggen zu Hafer umwandeln. Also er wollte aus Kalk und Superphosphat Superdünger herstellen, der natürlich am Ende, ne, überhaupt keine, ne, überhaupt keine tatsächliche Anwendung finden konnte, ne, weil es überhaupt nicht funktioniert hat. Hier aber auch eben wieder interessant, ne, also Empirie hat Lysenko nicht gemocht. Ich empfehle Ihnen gleich noch ein Buch, da erinnere ich mich noch an einige Stellen. Also Statistiken haben ihm nicht gepasst und jetzt kommen wir auch schon langsam
langsam ins eigentliche Thema auch dieser Folge hinein. Statistiken hatten ihm, also wenn ich mich konkret erinnere, nicht sonderlich gepasst. Was natürlich klar ist, denn sie haben ja fortwährend ungefähr 40 Jahre lang im Prinzip das, was er behauptet hat, ganz klar widerlegt. Warum allerdings hat der Mann so eine überwältigende Karriere hingelegt? Nun, dieses Bild des Arbeiter und Bauernsohnes, in seinem Fall Bauernsohn, der also sozusagen über Umwege als kleiner Mann an die Wissenschaft gerät, der sich dieser Wissenschaftselite, der ja unter Stalin immerwährend großes Misstrauen entgegengebracht wurde, behaupten kann, und das jetzt in Frage stellt und das alles sozusagen da dagegen arbeitet, ja, das war im Arbeiter- und Bauernstaat doch gern gesehen. Und wie das immer so in sozialistischen Systemen ist, hängte man ihm bunte Orden an, viel Buntmetall schmückte, können Sie ja mal googeln, schmückte seine Brust. Ob da aber was tatsächlich Brauchbares rausgekommen war dafür, danach fragte keiner. Das war auch nicht so. Allerdings rausgekommen, ja, das war schon etwas. Und zwar fast 1 Million Hektar ist damals bis in die 60er Jahre hinein 30 Jahren zu Schulden Lysenkos eigentlich als Anbaufläche der Sowjetunion abhanden gekommen. Also im Kaukasus, der immer historisch nur sehr schwer zu bepflanzen war, aufgrund dessen immer auch angewiesen war, auf zusätzliche Nahrungsmitteleinfuhr. Brachen also Hungersnöte aus. Andere Hungersnöte werden auch mit seiner Arbeit in Verbindung gebracht. Also das Unkraut wucherte mehr als die Feldfrüchte. Ich will Ihnen jetzt nicht mehr so viel dazu erzählen und eher jetzt nochmal auf die Idee zu sprechen kommen, wie man halt mit gapminder.org mit den Kindern arbeiten kann, und auf das Foto, was ich Ihnen auf dsg-podcast.cl dazu hinterlegt habe. Nicht aber ohne Ihnen noch zwei interessante Materialien zu den zwei Beispielen, die ich Ihnen hier kurz gegeben habe, zu empfehlen. Und zwar einmal, wie gesagt, das schon erwähnte Buch zu Lysenko. Das ist geschrieben von Valerie N. Seufer, Soyfer, das finden Sie auch bei Amazon, kaufen Sie das mal, das ist fantastisch, es heißt Lysenko and the Tragedy of Soviet Science. Hier ist also auch eine kleine Beschreibung, da kann ich nochmal vorlesen. In this book, Dr. Seufer, a former Soviet scientist who had met Lysenko, documents the destruction of science and scientists under the influence of Lysenko. Contrary to numerous opinions, Lysenko was a poorly educated agronomist who happened to have been in the right place at the right time. In the 30s, Pravda, wrote him up as a pioneering scientist. Recognizing that newspapers and popular support could fuel his rise to the top of Soviet society, he set about making a name for himself as a scientist in non-academic journals and periodicals. His peasant upbringing and miraculous findings, never empirically proven or duplicated, made him a star proletarian scientist, the kind needed to bring about true Communism. Ja, hier geht's schon gut los. Also den Rest, da spare ich Ihnen jetzt mit meinem Denglisch. Aber dieses Buch, müssen Sie dafür ein bisschen tiefer in die Tasche langen. Es gibt allerdings irgendwo auch eine digitale Version, die Sie kaufen können. Zu der Eugenik in diesem Zusammenhang möchte ich Ihnen auch noch etwas empfehlen. Und zwar den Film American Experience, The Eugenics Crusade.
Also ne, der Eugenik-Kreuzzug, die amerikanische Erfahrung. Da finden Sie also in YouTube einen Link, den werde ich Ihnen auch in den Blogpost zu dieser Episode packen, auf dschilepodcast.cl. Den Film selbst können Sie auf pbs.com schauen und Sie können auch die DVD, ich habe das schon gesehen, irgendwo bestellen. Das ist ein 2 Stunden langer Film, eine meiner Meinung nach absolut nicht politische, aber sehr gut aufgearbeitete, detaillierte Dokumentation über die Anfänge und die Entwicklung der Eugenik. Gerade in Bezug auch aufs Dritte Reich, wenn man sich, so wie ich zum Beispiel, für die Geschichte im Dritten Reich, für den Ostfeldzug, ne, also den Krieg gegen die Sowjetunion interessiert, dann ist das eigentlich, wenn man jetzt über die Eugenik so noch nicht viel weiß, eine wirklich, wirklich gute Empfehlung, weil sich da doch ein Bild etwas weiter schließt, dass man, glaube ich, ohne diese Kenntnisse zu den Wurzeln der Eugenik kaum entwickeln kann. Für mich jedenfalls schienen diese 2 Beispiele interessant und in der Menge der Menschen doch unbekannt oder vergessen genug, um hier Erwähnung zu finden. Denn man sieht ja, Wissenschaft und Denkrichtung, Empirie und Ideologie, das sind Prozesse, die schwerlich zu greifen sind. Ich hatte ja deshalb in der vorletzten Folge im Eingangstext im Blog schon mal kurz Max Weber angesprochen, den Vater der Forschung in der Soziologie. Ich habe Weber immer so verstanden, jede Frage soll erlaubt sein, sie muss aber im offenen Dialog und unter Rückschluss auf Daten dann belegt oder widerlegt werden. Gut, Weber-Kenner werden mich jetzt sicherlich zerlegen, aber ich hatte immer den Eindruck, dass Weber selbst sehr wohl um die filigranen Fäden zwischen Ideologie und Empirie wusste. Zum Beispiel seine Theorie der Unterteilung in Gesinnungs- und Verantwortungsethik, die wurzelt ja doch auf zum Teil genau dieser Erkenntnis. Wenn Sie da Einspruch erheben oder Ideen haben, kommentieren Sie gerne auf dschilepodcast.cl. Ich würde mich über Hellungen in der Hinsicht freuen. Und damit noch der letzte Sprung zu gapminder.org, einem Portal und Multi-Instrument, mit dem man ja mit Schülern den Aufbau, Strukturelemente und das Beschreiben von Zusammenhängen mehr oder weniger komplexer Daten üben kann. Also diese Idee, eine Hypothese zu formulieren und dann selbst Datensätze suchen zu können, auf die Achsen legen zu können, visualisieren zu können, sogar den zeitlichen Verlauf der Daten anschauen zu können von 1700 bis 2020. Natürlich nicht alle, es sind ja viele kaum so lange erhoben worden. Das ist wirkmächtig und das verblüfft Jugendliche schon. Das merkt man auch im Klassenzimmer. Und hier auf dem Bild, jetzt müssten Sie bei Interesse im Blogpost zur Episode auf dschilepodcast.cl schauen, sieht man ein Whiteboard, das so die Arbeit mit den Kindern begleiten kann. Ausgehend von diesen Übungen, Ideen, Fragen im Klassenzimmer kann man das Portal einführen. Sie sehen hier also diese Eingangskarte mit den 4 Quadranten, eingeteilt auf der Y-Achse die Lebenserwartung, die durchschnittliche Lebenserwartung und auf der X-Achse die Einkommensgruppen, also Income nach GDP und in US-Dollar angegeben. Und dann haben Sie oben die 4 Einkommensgruppen von also 0 bis 2000 und dann circa 2000 bis 8000, nee, 2000, ja doch, bis 8000 Dollar im Jahr, bis 16, ja, bis dann Hochheit Einkommensgruppe 40 oder 35, 34.000 Dollar pro Jahr. Und dann haben Sie eben über die 4 Quadranten verteilt die Kreise, ein Kreis, ein Land. Und die Kreise sind unterschiedlich groß, denn Sie visualisieren den Anteil der entsprechenden Landesbevölkerung an der Weltbevölkerung. Und jetzt sehen Sie hier also in den Stufen 0 bis 2 die Fragen, die wir dann halt
behandelt haben, ja, oder das sind ja im Prinzip dann nichts weiter als Sprechanlässe. Man schaut sich das also dann mit den Kindern an und lässt sie einfach in Ruhe erstmal selbst studieren und muss dann natürlich durch kritisches Fragen, ne, mit den Kindern, durch einfaches, simples, kritisches Fragen mit den Kindern den Sachen auf den Grund gehen. Und dann sehen Sie hier halt Definitionen klären, was heißt Lebenserwartung, was ist das GDP, was ist die Landesbevölkerung, finde Chile, erkläre, was du erkennst, vergleiche Chile mit anderen Ländern, welche hast du ausgesucht und warum, was hast du erwartet versus was ist die Realität, die sich dir hier in dieser Grafik mindestens offenbart, dann natürlich, wie ist die Grafik aufgebaut, dazu habe ich gerade schon was gesagt, da können Sie die Kinder die Strukturteile beschriften lassen, da kann man mit den Kindern klären, was ist eine Legende, dann kann man die Quadranten untersuchen, dann kann man schauen, wo liegen die Akkumulationen der Länder, gibt es Bewegungen von einem Quadranten in den nächsten, also Sie sehen hier, dass die Bewegung der Länder in diesem momentanen Zustand, der hier abgebildet ist, glaube ich, aus dem Jahr 2018. Ich will jetzt nicht lügen. Da sehen Sie also, dass sich die große Akkumulation der Länder also in der Mitte zwischen dem links unteren und dem rechts oberen Quadranten befindet. Das heißt also, die Lebenserwartung ist relativ hoch und nach GDP liegen die Länder also im Feld, Entschuldigung, der mittleren Einkommen. Dann sehen Sie hier in grün notiert, schnell festgehalten, die Ideen, die dann die Kinder mehr oder weniger abgelesen, beziehungsweise halt aufgrund dessen, dass sie abgelesen haben, formuliert haben, heißt mehr Menschen im Land, höhere Lebenserwartung. Ja, heißt es das? Guckt es man sich an, könnte man es streckenweise vermuten, es widerspricht sich aber natürlich auch, weniger Menschen im Land, weniger GDP, ja, ist das so? Das kann man dann gucken, ne? Die Kinder kommen ja mit eigenen Ideen, das kann man ja schlecht steuern, man kann dann aber wieder Zeit geben zu studieren und die Kinder formulieren es, mehr arme Menschen, mehr, also arme Menschen, heißt das auch zeitgleich, dass es mehr reiche Menschen gibt in einem Land oder je reicher ein Mensch ist, desto länger lebt er. Also das waren Sachen, die sind hier einfach so von den Kindern beobachtet bzw. formuliert worden, ne, und mussten dann also sozusagen wieder besprochen werden. Deswegen auch immer wieder prüfe richtig falsch, wie es darunter steht. Und dann sehen Sie halt hier im Schritt 2 Beweise oder widerlege die Hypothesen mit Hilfe von Statistiken, die du jeweils auf gapminder.org erstellst. Da kann man halt dann auch mit den Kindern direkt in die Plattform gehen, online. Dort kann man ja, wie gesagt, eben diese Achsen vollkommen selbst belegen, eigene Grafiken erstellen aus einem großen Repertoire von verschiedenen Datensätzen, sich sozusagen Grafiken selbst erstellen. Da hatten wir hier gewisse Hypothesen vorgegeben, zum Beispiel in Bezug auf Chile, je mehr die Chilenen durchschnittlich per Kapita verdient haben, desto älter sind sie geworden oder je mehr Chilenen privat Zugang zu einem eigenen Computer gehabt haben, desto mehr ist das Einkommen per Kapita in Chile gestiegen und so weiter und so fort. Ich will jetzt nicht alle vorlesen, denn ich versuche verzweifelt jetzt schon seit einigen Monaten meine Podcast-Episoden unter 20 Minuten zu halten. Hier sehen Sie halt auch sprachliche Elemente. Also können Sie sich jetzt durchaus denken, ne? Wir sind also dabei, komplexere Konjunktionen zu erschließen, in diesem Fall halt je desto, ne? Und sind halt immer wieder am Sprechen, liefern Sprechanlässe und so weiter. Was aber dahinter steht, und deswegen habe ich ja diese Folge etwas ungewöhnlich auch mit den zwei historischen Zeitaufnahmen
eingeleitet. Was halt dahinter steht, ist die Idee halt sozusagen von, also zu aus der Beobachtung in eine Hypothese zu kommen und aus der Hypothese dann in den Versuch der Darstellung über Daten und dann eben in eine Antwort, die die Hypothese sozusagen an konkreten Daten entweder zu belegen versucht oder sie eben zu widerlegen versucht. Abschließend muss ich sagen, dass ich jetzt schon das dritte Jahr mit Gapminder arbeite, aber das erste Mal nun auch mit den Online-Werkzeugen. Vorher hatte ich mich eigentlich immer auf das Quiz beschränkt zu den einzelnen Phänomenen wie Bevölkerungswachstum, medizinische Versorgung, Umweltbelastung, Naturkatastrophen und viel mehr. Dieses Quiz finden Sie auf der gapminder.org-Seite ganz oben. Das hat verschiedene durch Icons visualisierte Einstiegspunkte. Das können Sie eigentlich gar nicht verfehlen. Und diese Phänomene stehen ja in direktem Zusammenhang mit vielen der Themenschwerpunkte, die seitens der ZFA in der Vorbereitung des Deutschen Sprachdiplom 2 vorgegeben werden. Und nun merke ich aber doch, dass diese Online-Instrumente, das heißt also weiter unten auf der gapminder.org-Seite, wo Sie also die Daten selbst visualisieren können, interessant sind für die Arbeit mit Schülern. Wenn auch schwer und man braucht Geduld. Allerdings kommt doch schnell Fluss rein. Und bei der eigenen Recherche sind die Kinder dann auch ziemlich begeistert, wenn sie also am Computer sehen, wie die Welt immer wieder neue Gestalt annimmt aus den Grafiken, die man entwickelt. Auf Basis der frei auswählbaren Datensätze entstehen dann doch oft interessante Fragen und Sprechanlässe. Und dann muss man eben auch die Disziplin haben, schnell die sprachlichen Strukturen gegebenenfalls zu wiederholen, zu festigen, nochmal schnell an der Tafel zu visualisieren, schwache Schüler nachsprechen zu lassen, starke formulieren zu lassen, die Fragen wiederholen zu lassen, wieder Zeit zu geben, widersprechen zu lassen und möglichst interessante Aufgaben für die Erarbeitungsphasen auch zu stellen. Das ist nicht einfach, aber das macht Spaß. Und ganz spannend ist das dann auch für die Zusammenarbeit mit anderen Fächern. Nicht nur, aber natürlich vor allem auch mit Naturwissenschaften. Darauf will ich aber heute jetzt hier gar nicht eingehen, weil das sprengt den Rahmen und ist für mich auch noch Neuland. Ich habe aber große Lust darauf und wenn ich mehr Erfahrung damit habe, möchte ich auch unbedingt hier dann nochmal eine dritte Episode in der Zukunft zur Arbeit mit gapminder.org anschließen. Gestatten Sie mir noch zwei oder drei ganz kurze abschließende Bemerkungen. Auf dem Foto, das ich besprochen habe, wenn Sie es sich doch angeschaut haben auf dschilepodcast.cl, dann sehen Sie diese Karte hier. Die habe ich mir vom Techniker unserer Schule, herzlichen Dank dafür, nochmal ausdrucken lassen, farbig auf 8. Ja, das sind 8, ne? Genau, das sind 8 DIN A4 Seiten. Das halte ich für ganz wichtig, denn wir können die Kinder nicht immer sofort vor den Pantaya, sofort vor den Bildschirm setzen. Das funktioniert nicht. Ich denke, da gibt mir auch jeder Pädagoge, jeder Sprachenlehrer, der solche Sachen einsetzt, sofort recht. Also das, da ist die Ablenkung und die Überfrachtung viel zu groß. Ich halte also wirklich sehr, sehr viel davon, gerade für den Einstieg und für die Begleitung der Stunden, ne, sowas an Whiteboards zu sammeln. Da wird eben auch ganz wichtig, dass man als Lehrer einen festen, einen fixen Arbeitsraum hat, wo man sich auch ein bisschen einrichten kann, wo man ein, zwei Whiteboards zu stehen hat, auf denen man herumpinnen kann, schreiben lassen kann, wieder abwischen kann, um dann doch eben schnell zum Stundenanfang nochmal zu wiederholen, zu reaktivieren und so weiter. Also da rate ich wirklich zu, das so zu machen. Und der zweite und letzte Tipp, und dann ist wirklich Schluss für heute, dann haben Sie es durchgehalten mit mir, wäre dann auch diese spezielle Grafik, die ich hier halt auch auf dem Foto abbilde, hier als Karte ausgedruckt habe, die finden Sie auf der gapminder.org-Seite unter den Downloads für Lehrkräfte, für Dozenten, für Schullehrer.
Die haben da ganz interessantes Material, nicht nur das, aber genau diese Karte hier, die finden Sie dort auch als Illustrator-Datei, also für Adobe Illustrator. Da muss man gar nicht wissen, was das ist, keine Angst bekommen, aber das ist ein spezielles Dateiformat, das nennt sich, glaube ich, .ai. Und wenn Sie die herunterladen, dann ist das eine Datei, die Sie sofort in den Plotterdruck geben können. Das heißt also zu irgend so einer kleinen Firma, die überall auch in Chile existieren. Und diese Dateien können auf jeder beliebigen Größe auf diese Plastikstoffe gedruckt werden. Und dann könnte man die zum Beispiel auch schön groß als Wanddrucke sozusagen herstellen lassen. Und ich finde ja wirklich, dass unter dem Anspruch, unter dem wir unterrichten, halt Lebensinhalte auch konkret sichtbar zu machen, Grafiken beschreiben zu können, mit Daten umgehen zu können und so weiter und so fort, dass wir eigentlich ja solche Dinge auch in den Raum holen sollten. Also hier besteht eigentlich durchaus die Chance, auch mal als Fachlehrer oder als Fachleiter bei der Schule nachzufragen, ob man hier was produzieren lassen kann. Und auch die Grafiken, die die Schüler erstellen mit dem Online-Instrument, kann man als Illustrator-Dateien herunterladen, visualisieren lassen erst und dann herunterladen. Und dann haben Sie halt auch zum Beispiel die Möglichkeit, in größeren Projekten, wenn Sie, wie gerade nur angerissen, halt mal was machen mit einer Naturwissenschaft zusammen und die Schüler dann selbst auch Datensätze visualisieren, dann könnte man hier im Zuge einer Ausstellung auch mal ein bisschen, sage ich mal, vorsichtig gesagt, Geld in die Hand nehmen. Denn teuer ist das heute nicht mehr, solche Plotterdrucke machen zu lassen und zum Beispiel mal die gelungensten Sachen oder die Sachen, die man wirklich braucht, einfach auch mal schön groß ausdrucken zu lassen und an die Wand oder auf große Ausstellungstafeln zu bringen. Da freuen sich die Kinder wird so vielleicht auch ein größeres Unterrichtsprojekt mal entsprechend gewürdigt. Gut, das soll es jetzt aber wirklich gewesen sein für heute. Wir sind weiter bei der Zeit. Ich freue mich, dass Sie wieder mit dabei gewesen sind. Empfehlen Sie den Podcast gerne weiter oder kommen Sie mal wieder vorbei, hören Sie mal wieder rein. Ihnen und Ihren Familien alles Gute, viel Gesundheit, machen Sie es gut und ciao.